Ja, Leute, herzlich willkommen zu Half-Life und damit auch herzlich willkommen in dem Lambda-Kern oder Lambda-Core, wie man es im Englischen auch ausspricht. So, wir haben mal, um kurz zu schauen, die Möglichkeit, naja, das ist nicht die Möglichkeit, nehmen wir das Teil, laden kurz nach, weil werden wir wahrscheinlich gerade brauchen, nachdem wir auf diesen lustigen Knopf gedrückt haben. So, jetzt geht's los, hoffentlich, irgendwann mal. Genau. Okay. Also, in der letzten Folge kam ja nicht ganz so viel raus, aber es ist vielleicht auch mal, habe ich dann im Nachhinein überlegt, weil ich finde es selber nicht gerade prickelnd, wenn ich die großartig vorwärts komme. Habe ich aber im Nachhinein überlegt, dass es vielleicht in dem Sinne jetzt meine Unfähigkeit vielleicht auch etwas lustig ist, weil die ja gerade im Schnelldurchlauf zusammengeschnitten wurde. So, jetzt müssen wir aber aufpassen hier, also. Oh 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 oh, ich habe nicht viel Leben. Nein! Da war die Munition alle, aber das Teil hat auch ganz schön viel ausgehalten, muss ich sagen. Vielleicht sollte man mal. Ach nee, ist ja, also wie gesagt, wir müssen nur mal diese komischen Viecher da mal kurz töten. Vielleicht gibt es ja eine bessere Waffe. Weiß ich jetzt nicht. 7 Schuss. Ich hab C4, jawohl. Oh Gott, habe ich noch. Eins habe ich noch. Los, komm. Das kann man auch mal verschwenden. Naja, da habe ich noch ein bisschen Zeit zum Erzählen. Dann will ich da runterfahren. Aus dem Grund, dass ich halt wirklich sagen kann, gut, okay. Ich speichere übrigens auch mal unten, damit wir dann mal nicht immer hier runterfahren müssen, weil das dauert ja doch Ewigkeiten und ich will ja noch vorankommen. Übrigens beginnt gerade wieder die Vorproduktion, weil ich jetzt mal das Wochenende und dann auch mal eine Woche und so weiter und so fort nicht da bin. Also, falls auch mal Leute Kommentare schreiben und ich dann halt nicht darauf antworte, dann kann ich das leider nicht wirklich beeinflussen in dem Sinne. Haha! Noob down! So, das Teil sehe ich auch noch hier oben. Immer 3 Schuss sind nötig. Da drüben ist übrigens auch schon das Medic, das Versprochene. Speichern wir ganz böserweise mal und schauen mal nach, dass wir jetzt hier unsere... Ey, Freundchen, wo? 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 Junge, wo? Junge. Ah ja. Geh doch drauf, Mensch. Ja, dann haben wir das wahrscheinlich erstmal geschafft. Also ich hoffe mal nicht, dass hier noch irgendwelche weiteren Viecher unterwegs sind. Ja, toll. 1000 Jahre draufgehackt und dann nichts passiert, ne? Ich denke mal, hier kann man nur drunter, oder? Ich weiß gar nicht. Ich bin, glaube ich, hier noch nie lang gegangen. Impressive. Okay, wieder hoch. So. Also ich hoffe mal, hier kommt keiner mehr, weil sonst habe ich die Arschkarte gezogen. Oh Gott, war das jetzt... Nein, das war F2 gerade. Nein, das war die falsche Munition, verdammt. Ich will halt Revolver-Munition, weil die werden wir auch noch brauchen. Aber da gibt es ja nichts, gar nichts. So, Energie. Das war's. Also irgendwie gab's auch schon mal mehr, aber na gut, okay, was willst du machen, ne? Du mache nix, würde ich mal sagen. Na, auf jeden Fall haben wir ein bisschen Medik. Haben jetzt 28% Pünktchen. Nates. Nates. Kann man noch gebrauchen, denke ich mal, aber erstmal. Speichern und let's go. Jetzt sehen wir mal weiter hier. Also, wie gesagt, wir müssen ein bisschen vorankommen. Ski. Oh je. Wenn ich sage oh je, meine ich auch oh je. Ist jetzt das, was ich denke? Ich glaube, wir müssen mal laufen. Jetzt ernsthaft mal, also.
Nein, hier geht's nicht lang. Hier, diese komischen Viecher. Ich weiß nicht, wie man die besiegen kann. Das kann ich jetzt leider nicht sagen. Au, 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 ich hab schon was abbekommen. Ich hab schon was abbekommen. Fick dich. Fick dich. Nein. Okay. Also, wir müssen auf die rechte Seite dort die ganzen Teile zerkloppen und dann hoch. Aber fragt mich jetzt nicht, wie ich auf jeden Fall die ziehen. Die hat Prozentpunkte ab. Das geht gar nicht. Und du kriegst ja irgendwie nicht down, weil die ja eigentlich auch... Ich hab jetzt hoffentlich schon alles hier. Bin ich da? Ich bin nicht... Da, ich bin nicht da, scheiße. Alter Verwalter. Weil wie gesagt, die kann man eigentlich nicht kaputt kriegen. Zumindest nicht sinnvoll. Erstmal haben die gefühlt unendlich Leben. Nein, ich bin nicht da. Ich bin nicht da, ich bin nicht da. Ich muss hier noch dahin. Da wär's gewesen. Da, verdammte Axt. Ja. Wieder der nächste Punkt, wo ich sagen muss... Wieso spiele ich das eigentlich auf schwer? Wieso? Auf Mittel hätte ich das schon längst geschafft. I'm not here for more information. Die treffen aber auch wie die... Übelsten Affen. Man müsste vielleicht mal so ein Levelübersicht jetzt hier haben, also... Ach, jetzt sind sie auch noch zu sehen hier. Ja, schön. Arschgesichter. So gesehen müssen wir da hoch. Weil da hinten geht es ja nicht lang. Aber man kann halt auch nicht auf die Kisten hochspringen und dann hier rüber, würde ich jetzt mal vermuten. Das wäre vielleicht noch was Sinnvolles. Aber dann wird es wieder um Geschicklichkeit gehen. Oh, scheiße, kann ich keine Geschicklichkeit... Achso, der Taste. Wir können die von mal probieren. Ich bin mal gespannt, ob sowas geht hier. Würde mich mal interessieren. Haha. Ah, verarsche. Ey, so nicht hier. Ich hänge. Nope, nope. Hab ich die vielleicht irgendwie angekettet oder so? Nein. Das wäre schön gewesen. Okay, also auf jeden Fall kann man da drüben diese komische Dingsenbumsen nicht eintreten. So. My ass. Hm, okay. Also wir sind auf jeden Fall schon mal unten. Ich weiß halt nicht, kann man... Hat man irgendeine sinnvolle Waffe, um sich zu wehren? Los, komm. Los, 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 los. Nein, ich bin schon wieder fast down. Ich bin fast down. Ich komme hier nicht hoch. Naja, klar. Hm, schön. Aua. Ziehen 5 ab. Nein, ich habe an dem Teil gehangen. So ein... Wir können aber versuchen, links lang zu gehen. Du! Ah! Weg, 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 weg. Ich bin nicht da, ich bin nicht da. Ich bin nicht da, ich bin nicht da. Hilfe, Mutti. Ich glaube, ich habe jetzt diese komische das HEV und das Dingsen ausgelassen. Weil... Wir kommen zu dem nächsten. Ja, man sagt ja immer so schön, wenn man es ins Deutsche übersetzt, arschsaugenden Teil. Aber das war nix. Hallo! Au! Au. 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 Ja, wir haben noch 7 Schuss.
Bleib doch hier, ich will dich doch nur anschießen. Dann eben nicht. Wir haben nämlich ein klitzekleines Problemchen. Genau nicht, okay, in die Ecke. Wenn wir jetzt in die rechte Ecke gehen, da spawnt der nächste. Da, nee, danke. Das heißt, wir verpissen sie mal schön hier hin. Hallo. Au, au, au. Au. Kann sein, dass er gerade dadurch gestorben ist, aber... Nope. Nee, das bringt... Ach, wir haben zwei. Ah, okay. Das können wir ja mal verschwenden und mal schauen, ob uns das was bringt. Hallo. Da ist noch einer gespawnt. So, nimm das zu. Der hinter, also der in der rechten Ecke ist down. Okay, wir haben nur einen Lebensprozentpunkte-Döns verloren. So, jetzt müssen wir schauen. Also, wir brauchen eine Fernkampfwaffe. Fernkampfwaffe ist am besten dies hier. Wo ist der Otto? Oh. Freundchen. So haben wir hier nicht gewettet, mein Gutsherr. Speichert. Kommt der nächste oder was? Nö. Ich sag ja so nicht. We did it, you bitches. Alter Falter, da sind wir ja eigentlich recht, High Life. Ja, High Life, ne? High Life bedeutet ja eigentlich auch, dass wir es schnell geschafft haben. So, ich bin nicht da, ich bin nicht da. Es tut mir wirklich leid, Mr. Freeman, aber ich konnte die Tür erst öffnen, nachdem ich sicher war, dass sie das Gebiet gründlich gesäubert hatten. Ja, ja, Mutti. Der Eingang in den Lander-Komplex. Alle anderen Zugänge wurden versiegelt, um die Invasion einzugrenzen. Als uns klar wurde, dass sie es tatsächlich bis hierher schaffen könnten, haben wir Streichhölzchen gezogen, um festzulegen, wer hier bleiben musste, um sie reinzulassen. Wie Sie sehen, habe ich verloren. Meine Kollegen warten oben auf dem Landereaktor. Auf Sie, klar. Zurzeit ist der Reaktor heruntergefahren, aber auf Ihrem Weg nach oben können Sie ihn ja aktivieren. Den Kern müssen Sie sowieso fluten, um in die Teleporter-Labors zu gelangen. Sie sind natürlich nicht berechtigt, darüber auch nur das Geringste zu wissen. Aber wie ich sehe, wissen Sie ohnehin schon über sehr viel mehr Bescheid, als Sie eigentlich sollten. Ja, meine lieben Freunde. Da haben wir es doch mal hierher geschafft, so. Ja, 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 komm. Und zwar, jetzt kommt der Lambda-Komplex. Ein Punkt, also der vorletzte Punkt, glaube ich, auf der Skala des Half-Life-Spielens. Erstmal haben wir natürlich F. Die have fun, ne? Mit 35% Punkten nur. Das tut so weh. So. Was? Ah, haha, verarscht. Ich wurde verarscht. Das blinkt nämlich gar nicht. Ne, also wie gesagt, das ist jetzt hier vorletzter Punkt auf der Skala. Danach kommen nur noch die Xen-Levels. Das heißt, wir sind recht weit fortgeschritten. So, Test Firing Chamber. Waren Sie auch bei der Waffenforschung? Ich habe das Gluonengewehr entwickelt, aber ich bringe es einfach nicht über mich, damit auf lebende Wesen zu schießen. Sie sehen aus, als hätten Sie da weniger Probleme. Vielleicht, aber ich möchte jetzt erstmal wegrennen hier, weil man kann jetzt zwar hier auf die Dings drauf drücken und da kommen irgendwelche Gegner gesprochen. Wenn die mir Health Points abziehen, dann bin ich doch schön blöd, wenn ich mir die Health Points abziehen lasse. Übrigens hier immer schön viel Dynamit bunkern, damit die Bude auch richtig in die Luft fällt. Hier, richtig in die Luft fliegt. Also wenn schon, denn schon. So. Okay. Oh, jetzt übrigens wieder mein Lieblingssound aus dem gesamten Spiel, die Fahrstuhlmusik. Also, Fahrstuhl-Sound ist ja keine Fahrstuhlmusik. So. Und nun bin ich gespannt, was uns jetzt hier alles so erwartet.
So, speichern. Und ich möchte bitte sagen... Nehmen wir, glaube ich, mal das Teil. Und, haben wir schon gespeichert? Lauf, 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 auf, lauf. Auf, lauf. Okay. Wie man sieht, man muss sich etwas beeilen. Ey, ich sag dir was, du, so haben wir nicht gewettet. So, noch kurz auf die 4, dieses komische, lustige Gerät nehmen. Und sich übelst anhitten lassen. Ich hasse... Ich würde auch mal vermuten, dass ich sagen könnte, okay, wir rennen einfach nur durch. Geronimo, 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 ihr trefft das sowieso nicht, das weiß ich doch, das weiß ich doch. Oh, der steht direkt vor mir und fiel runter. Ah, Gott. Mein Problem an der ganzen Sache ist, man sieht, man hat nur 67% Pünktchen. Die sind natürlich auch schnell weg, ne? Okay, haben wir die schon beide mal neutralisiert? Ja, klar! Na klar, hier ist so ein Teil, das macht natürlich nichts. Ja, ist ja logisch, ne? Ja, klar. Gerade hat man ja gesehen, ich habe irgendwie bestimmt mindestens 8% Punkte drauf gehauen. Hier habe ich jetzt 6% Punkte drauf gehauen. Was war es? Nix. Oh, klasse. Ach, klasse, Leute. Ich bin übelst lowlife. Ach, Leute, renn mal rein. Ich... Was ist denn das? Wieso gehen die denn nicht down? Das Ding muss nur angehaucht werden davon. Weißt du was? Ich renne jetzt hoch. Das ist mir scheiße, ja. Ich bin nicht da. Ich sehe ja nicht viele, ne? Das sind überhaupt nicht viele, ne? Was zum Geier, ey. Tschüssi. Ach, ich hätte mich bewegen sollen. Oh, man ist so schnell down. Das geht mir auf den Zünder, sage ich euch. Nein, du hast es doch gerade eben geschafft. Ah! Da kriegst du die Tür nicht so. Gut, dass es da erstmal angeheizt werden muss übrigens, ne? Das ist richtig geil. Ich nehme gleich das andere Gerät hier. Mach doch mal was! Das ist doch nicht wahr, ey! Meine Fresse, ey. Wir speichern jetzt einfach, obwohl wir nur 1% Punkte haben. Ja, klar. So. Nein, ich sagte was, so nicht. So hab ich nicht gewettet, ja. Herrje, hier gibt's doch bestimmt über Medik. Wenn nicht, dann gibt's halt Flasher. Ist ja egal, ne? Haben wir nicht mehr irgendwas Sinnvolles hier dagegen? Nur ein Schuss. Oder dieses komische Gerät hier. Freundchen. Wie gesagt, wir wetten ja nicht so. Aber erstmal. Pumpe an. Weißt du was?
Nimm das. Ui. Eieiei. Ist das schon wieder zu viel verlangt, ne? Hier ist natürlich... Oh, da kann man ja irgendwo runter. Warte mal kurz. Nein, kann man nicht. Na klar, ich gehe jetzt natürlich hier mit 1% Lebenspunkte zurück, du. ja, Leute, ich würde mal sagen, wir speichern erstmal. Aber man sieht ja schon übrigens mal, um das jetzt noch abzuschließen, weil wir sind ja ganz schön lange unterwegs, müssen wir aber, damit wir auch zu was kommen, dann hat jetzt hier 2 Pumpen und 2 Tanks. Wenn man eine Pumpe anschmeißt, dann wird natürlich auch ein Tank angeschmissen. Ist ja recht logisch. Und wir haben den ersten Tank angeschmissen. Ja. Schön, ne? Das haben wir jetzt geschafft und wir haben wirklich hier kein Medic. Das ist doch verarscht. Und dann gibt's halt auf der anderen, bei einem anderen Pumpe gibt es halt Medic, aber trotzdem. Die wollen einen doch verarschen. So. Gespeichert, 1% Lebenspunkte. Peace. Ja. Ja, was soll's. Okay, dann. Bis zum nächsten Mal bei Half-Life. Auf der rechten Seite könnt ihr abonnieren, linke Seite gibt es das letzte Video und drunter die Playlist. Ja, und ich nehme jetzt noch 2 weitere Folgen auf, weil es kann zum unendlichen Spaß für mich führen auch. Also, ja, das ist halt das, man stirbt halt irgendwie immer zu oft. Finde ich, dummerweise. Na gut, okay. Also haut rein, tschüss.